Am Samstag um 13.40 Uhr kam es zu einem Brand bei der Firma Rotenpieler im Bad Lars-Vorortsteil Oberndorf. Der Firmeninhaber selbst bemerkte den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Die Firma treibt Handel mit Motorenölen, Schmierstoffen, Kfz-Teilen und Batterien. Sie besteht im Wesentlichen aus einer Lagerhalle und einer angrenzenden Werkstatt. Bei Eintreffen von Feuerwehr- und Polizeikräften brannte die Werkstatt mit darin befindlichen Fahrzeugen bereits in voller Ausdehnung. Während der Löscharbeiten gab es mehrere Verpuffungen, wobei der Brand auch auf die Lagerhalle übergriff und diese teils zum Einsturz brachte. Dort lagerten mehrere Fässer Motorenöl. Vorsorglich gab die Feuerwehr eine Warnmeldung für die Bevölkerung in Oberndorf und den unmittelbar angrenzenden Ortsteilen Rückershausen, Rüppershausen und Weide über den Radiolokalsender heraus, in dem aufgefordert wurde, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Drei von rund 100 Einsatzkräften der Feuerwehr wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Andere Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden beträgt nach erster Schätzung weit über 300.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt, noch am Nachmittag nahmen Ermittler der Kriminalpolizei die ersten Ermittlungen auf. Diese konnten als Ausgangsort für den Brand einen Restmüllcontainer identifizieren, welcher innerhalb eines Carports aufgestellt war. Der Carport war direkt an das Gebäude der Firma angebaut. Was letztendlich in dem Container gebrannt hat, kann allerdings nicht mehr gesagt werden.